Moin moin meine Freunde der lieben und leichten und super dunklen Unterhaltung. Willkommen zurück zu Dark Souls. Und ja, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder genau an dem Punkt, wo wir das letzte Mal dummerweise von der Klippe gefallen sind. Hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass ihr warten musstet. Aber jetzt sind wir hier. So, jetzt sind wir beim Feuerwandschrein und gehen gleich mal runter in den Keller. Was hier? Da. Oha. So, jetzt haben wir die erstmal gekillt, die meisten hier. Auch. Noch einer? Ein Taumel? Der. Okay. So. Hier runter eiern. Wieder beim Feuerband. Feuer. Nein. Oh nein. Das war nicht so gemeint. Aber trotzdem stirbst du. Die müssen wir leider auch töten. Boom. Fallen lassen tust du wahrscheinlich nichts. Doch. Bleib stehen. Oh, na egal. Gut. Ärgerlich. Aber jetzt sind wir wieder unten. Jetzt haben wir die eine Glocke ja geläutet. Gucken wir mal, was der sagt zu uns. Vielleicht denkt er sich, oh mein Gott, er hat die Glocke geläutet. Ach, guck mal, da ist der Prinz, den wir befreit haben. Oh, hallo. Oh, hallo. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented and besides, I owe you. Of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? Ich habe schon Interesse daran, aber wie soll man das machen? Na gut, machen wir mal. Splendid. Very well. I am pleased to have a chance to give something back. Well then, let's get started straight away. Okay. Seelenpfeil. Vera Seelenpfeil. Großer Seelenpfeil, Sturzkontrolle. Großer, kostet 8000? Akustischer Köder, Zauberschild. Ach ja, Beschleuniger des Zauberstabs. Weiß nicht, was denn so groß Sinn macht. Hm. Weiß es nicht. Wir warten noch mal kurz ab. Goodbye. Eventuell kann mir jemand von euch einen Tipp geben, was ich davon kaufen sollte. So, mit ihm können wir auf jeden Fall auch... Oh, warte mal, wir können mal hier die... Da kommt man so ein bisschen durch. Rosten. Einfach mal... Oh, warte mal. Wo wir das machen... Brenne ich einmal kurz hier das Licht ab, damit wir auf jeden Fall. So. Aufsteigen können wir auf jeden Fall auch. Diesmal mache ich mal die. Die Vitalität. Ja, auch nicht so verkehrt. Und. Kondition machen wir auch noch höher. So. Wahrscheinlich muss man auf eine Sache nur skillen, aber wie gesagt, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Deswegen, ich mache es einfach mal so, wie ich denke. Dass ich damit irgendwie gut fahre. So, wir gehen mal hier rum und gucken uns das hier rum an, alles. Nächsten. Ihm habe ich letztes Mal geredet, er wollte nicht. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Kupfermünze. Ja, danke. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Miracles? Would that please you? Auf jeden Fall. Was denn für? Very well. Then first... A covenant with the gods. Aktuellen Eid widerrufen und diesen Eid leisten. Ja, wir haben ja kein Eid. Können wir machen. Okay. Du hast einen Eid geleistet. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Okay. Nächstes Mal lernen hier? Gegenstand kaufen. Auszug der großen Heilung. Okay, wir haben natürlich keine Seelen, können wir jetzt nicht kaufen. Aber der Heilung? Von erfahrenen Klären gewechselt. Viele. Das ist natürlich ganz geil, dass man nochmal nebenbei noch mehr heilen kann. Rückkehr. Führte in die Heimat, wurde aber vom Flug runtergelenkt. Der rasche Wunder fügt einen Schaden zu, wird Feinde aber zurück.
Okay, müssen wir nochmal gucken. Nochmal zu ihm hingehen. Hätte ich mal vorher mit denen ein paar Mal geredet. Ist aber auch ein bisschen blöd gelöst, ne? Man redet einmal, dann sagen sie, halt dich weg. Dann traut man sich ja gar nicht mehr nochmal denen zu reden. So, bevor wir runter in die Unterwelt gehen, will ich einmal gucken. Jetzt habe ich ja schon ein bisschen was geschafft. Wie ich jetzt... Was denn? Da. Ja. Wo ist denn da jemand? Ich höre die Geräusche. Okay. Gucken wir gleich mal. Aber ich will mal sehen, ob ich gegen die Skelette jetzt ankomme. Habe ich auch ein bisschen Erfahrung beim Kämpfen, so ein bisschen. Der Rabe ist ja immer nach oben. Ich gehe einmal ganz hier kurz hier nach oben. Nur um zu schauen, wo oben irgendwo jemand ist. Und dieses Schnarchen kommt ja nicht von ungefähr. Muss ja irgendwo jemand sein, der ein bisschen pennt oder so, ne? Aber? Anscheinend keiner. Okay. Gut. Runter? Na gut. Ich will einmal die Skelette probieren. Aber das ist natürlich nicht den Weg, den wir gehen wollen. Aber ich würde es ganz gerne mal testen wollen, ob ich jetzt gegen die Skelette ein bisschen besser ankomme. Oh, okay. Wir hauen ganz gut rein jetzt. Okay, aber ich hoffe, sie auf jeden Fall besser. Ist nicht mehr ganz so schwierig. Okay, aber das wollen wir jetzt auch gar nicht. Wir wollten ja in die Unterwelt und die andere Glocke läuten. Das ist auch unser Weg. Wir gehen zurück und versuchen, den Weg da zu finden. Also wir kennen den Weg ja, aber es müssen ja zwei Glocken geläutet werden. Wenn das die Mission erstmal ist, dann machen wir erstmal nur das. Und alles andere muss hinten dran liegen. Er uns was Neues sagen eigentlich hier, der Ritter, der hier mal sitzt? Immer fragen, was Neues? Oder interessiert er sich gar nicht für uns? Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Nicht der geilste Typ, ne, der uns aufmuntern will. So, wir rasten nochmal kurz. Und können mal vielleicht unsere Ausrüstung variieren. Ah, guck mal. Und dann gehen wir mal runter. Ich bin gespannt. Oh ja, stimmt, Belohnung, falls wir ihn gerettet haben. Sonnenlichtmedaille. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you. Well, let's not be greedy now. Sollen wir reden? By the Lord. Your humanity is really slipping. But there are methods. Most fools have more humanity than they know what to do with. Now, who do you imagine will make the best use of it? Okay. Sagt uns was über die Menschlichkeit. Our futures are murky. Okay. Hier war auch so ein Typ, der sah das irgendwie, ne? Estus Flakon verstärken. Eine Feuerhüterin-Seele wird benötigt. Warte mal. Doch so eine Feuerhüterseele. Die habe ich mal irgendwann eingesammelt. Bin mir ganz sicher. Habe ich die in dieses Ding reingepackt? Ist der? Muss kurz gucken. So, gucken wir mal. Feuerhüterseele da. Genau. Die holen wir rüber. Damit können wir doch unseren Flakon verstärken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er jetzt bringt, aber. Uns mal.
Ja. Achso, haben wir jetzt. Okay. Achso, jetzt ist wahrscheinlich, kriege ich jetzt mehr Leben dadurch, wenn ich die nehme, ne? Das ist auch nicht verkehrt. Runter. Nochmal. Ja. Bin schon Weg hier gegangen. So, gehen wir da mal runter. Wo wir da landen. Bin hier schon mal längst gegangen. Da gibt es einen kleinen Fahrstuhl. Kann ich natürlich nutzen. Was geht ab? Ja, ich sammle die Menschlichkeiten jetzt einfach mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe, aber ein paar habe ich ja, ne? Eine Menschlichkeit, zweimal Doppelmenschlichkeit, also für irgendwas muss es ja gut sein. Schauen wir mal. So, was geht denn hier raus? Mit dem Schutz halten hier. Gleich drauf gehen. Wie viele hier sind, weiß ich allerdings gar nicht. Aber ein paar Sachen hatten wir hier schon mal eingesammelt. Ja. Stimmt, die greifen alle nicht an, ne? Aber man muss sie trotzdem alle killen. Ich weiß nicht, ob wir alle killen müssen, aber ich mach's einfach. Ich habe Angst, dass sie mich dann doch irgendwann angreifen. Es gibt ein paar Seelen, nicht viele, aber. Weiß ja auch nie, ob die nicht doch irgendwann mal von hinten kommen und dann angreifen. Mal ein. Ich habe irgendwann den Wanderfluch, genau, den habe ich mitgenommen. Den habe ich hier unten mal gefunden. Den braucht man hierfür. Wenn man weiterkommen will. Da steht auch einer. Sagt zwar nichts, aber gruselig ist es schon. So, einer. Ihr müsst alle sterben. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ihr müsst alle sterben. Ja, aufpassen, wenn ich ins Wasser falle. Genau wie wir jetzt hier machen müssen, weiß ich allerdings nicht, aber laufen erstmal. Ah, genau. War das nicht irgendwas mit den. Ich muss kurz schnell laufen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie wir die killen sollen, aber wir rennen mal hier hoch. Dann benutzen wir dieses Wanderflugzeug. Da. Möglichst zeitlich Kampf gegen Geister. Machen wir mal. So, ich weiß ja nicht, wie lange das anhält. Aber jetzt können wir die Geister auf jeden Fall bekämpfen. Behaupte ich mal. Ah nein, was machen die? Die Sau, aber wie. Ach, guck mal, da füllt jetzt schon ordentliches auf, da der Eskus. Estus. Flasche. Okay, hier müssen wir gucken, hier sind schon noch mehr Geister. Da hinten leuchtet was. Gehen wir mal hin. Wenn wir da hingehen können. Können wir nicht, das ist ja nur. Tief. Aber ins tiefe Wasser können wir nicht. Macht doch für mich Sinn, dass man da nicht hin kann. Und vielleicht gibt es ja einen anderen Weg dahin. Hier nicht. Ja, wie man da hinten jetzt hinkommt, weiß ich gar nicht, aber wir gehen einfach hier hoch. Es
Ich schade, dass wir von diesem Wanderfluh nicht so viele haben, denn... gleich killen und gar nicht erst versuchen, lange mit denen rumzufackeln. Ich glaube, das ist gefährlich. Na? Lassen. Mein Gott, aber die Gegner sind wirklich alle verschieden, ne? Das finde ich ziemlich cool gemacht. Oh, scheiße! Nein! Scheiße. Ah, ärgerlich. Schon vielleicht zu mutig. Weit vorausgeschaut. Zu weit herausgetraut. Aber wenn man nur mit diesem Fluch die Geister besiegen kann, ist es ja schon ziemlich ätzend. Ich glaube, sonst macht man vielleicht gar keinen Schaden. Kacke. Okay. Wir laufen da nochmal hin. Wir müssen zumindest mindestens so weit kommen, dass wir ein zweites Feuer finden. Also eins. Ein Lagerfeuer. Auch drin sein. Uha, das war ja gerade ein bisschen doof. Da waren zu viele. Da habe ich zu viel gewollt. Ach. So, und da geht's. Okay, anscheinend muss ich die ganzen Leute ja gar nicht killen hier oben. Könnte ich natürlich machen. Mach ich es einfach mal nicht. Mal sehen, was passiert, wenn ich einfach an den Leuten vorbeirenne und versuche, zu unserem Ziel zu kommen. Beten ja alle hier irgendwie. Ups. Kann ich runterfallen hier? Wäre sehr ärgerlich. Ich weiß nicht, ob man die Geister auch so besiegen kann. Ich lasse mal einen Geist kommen. Versuche es mal. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt funktioniert nicht. Lassen wir die mal da ein bisschen und glauben, dass wir liegen können. Wir müssen den Wanderfluch hier benutzen. Okay. Oder wenn ich sie nicht treffen kann, vielleicht können die mich auch nicht treffen. Wohl. Ein Sinn, ne? Denke ich. Auch jemand. Ach, guck mal, dann findet man die einfach so zwischendurch immer. Okay, dann macht's wieder Sinn. Aber sonst wäre ich jetzt echt irgendwie gearscht gewesen. Hätte mich ein bisschen doof gefühlt. Und dann auf einmal nicht wieder hätte hingehen können. So, wieder zwei. Das ist nicht schlecht. Wie kann man denn von dem wegkommen? Das ist doch total bescheuert gelöst.
Oder? Ja, ist er zu packen haben, dann ist man gepackt, sozusagen. Und auf jeden Fall unser Hoodie wiederholen. Das kriegen. Also müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein hier. Locken wir die erstmal. Ah, guck mal, da ist schon einer. Wir dürfen jetzt gar nicht die Fänge an mir ausprobieren. Okay. War richtig viele gerade. Los. Blöd. Gehen die so unten längs? Gehen die wieder zurück. Da wieder hoch jetzt? Ist ja auch richtig, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Geistern hier rumlaufen, das ist das Problem. Ich bin auf jeden Fall irgendwo eine Treppe runtergegangen, ich weiß nur nicht mehr wo. Hier? Da ist ein Schalter. Uah! Da bin ich mal runtergefallen. Wo war denn hier die Treppe? Man muss ja irgendwo hier vorne gewesen sein. Hier wahrscheinlich, ne? Da. Ah, guck mal, haben wir unsere Sachen wieder bekommen. Was denn? Zackte Geisterklinge, okay. Oh, hier kann man wieder irgendwo durchgehen? Einen Wanderfluch bekommen? Ein bisschen Angst hier, muss ich zugeben. Hier gibt es auf jeden Fall einen Weg, wo es irgendwo reingeht. Gucken wir gleich nochmal nach. Weiß auch nicht, in welche Richtung. Da komme ich zu irgendeinem Boss. Das wäre natürlich auch scheiße. Ist auch schon wieder einer. Was ist denn hier los? Achso, ich kann nicht mehr. Ah, okay. Habe ich verstanden. Oh nein! Oh, ich habe nicht gesehen, dass dieser Wanderfluch aufhörte. Ach, sowas Ärgerliches. Sowas Ärgerliches. Hm. Das ärgert einen schon, ne? Wieder so weit gekommen, hat wieder alles verloren. Ja. Nun gut. Ich würde auch sagen, es soll es für diesmal gewesen sein.
Versuchen beim nächsten Mal die Sachen wieder ranzuholen. Und danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.